Europa heißt für mich Wachstum, heißt für mich aber auch Sicherheit. Wir haben, meine Generation, seit 70 Jahren Gott sei Dank keinen Krieg mehr hier erlebt. Und ich möchte, dass das so weitergeht, dass das auch für meine Töchter der Fall ist. Europa heißt Sicherheit, heißt vielleicht sogar eine eigene Armee, heißt Konsolidierung der Rüstungsindustrie, was wir in diesen Tagen diskutieren. Europa heißt aber auch wirtschaftliches Wachstum, heißt wirtschaftliche Stabilität. Wenn Herr Trump mit einem Kontinent, welches über 500 Millionen Einwohner hat, verhandelt, ist ihm das unangenehmer, als wenn er nur mit einem relativ kleinen Deutschland über 80 Millionen Einwohner verhandelt. Das weiß man. Also insofern, wir brauchen ein starkes Europa, um das Gleichgewicht in der Welt zu bewahren, in der Welt der Globalisierung. Deswegen kämpfe ich auch Leib und Seele, mit Leib und Seele für Europa.